Großer Geist, was sollen wir tun, wenn die Quellen versiegen, das Land verdorrt, die Äcker unfruchtbar werden? Was sollen wir tun ohne das Vorbild der Feldblumen, ohne die Stimmen der Tiere, ohne die Zwiesprache des Regens mit den Blättern im Wald? Was sollen wir tun ohne die großen Geheimnisse des Lebens? Wer wird uns nähren? Wer wird uns lehren? Wohin sollen wir gehen und wo unser Herz zur Ruhe legen? Der große Häuptling teilt uns mit, dass er uns einen Platz gibt, wo wir angenehm und für uns leben können. Aber kann das jemals sein? Gott liebt euer Volk und hat seine roten Kinder verlassen. Er schickt Maschinen, um dem weißen Mann bei seiner Arbeit zu helfen, und baut große Dörfer für ihn. Er macht euer Volk stärker, Tag für Tag. Bald werdet ihr das Land überfluten, wie Flüsse Schluchten hinabstürzen nach einem unerwarteten Regen. Mein Volk ist wie eine ebbende Gezeit, aber ohne Wiederkehr. Nein, wir sind verschiedene Rassen. Unsere Kinder spielen nicht zusammen und unsere Alten erzählen andere Geschichten. Gott ist euch gut gesonnen und wir sind Weisen. Gott gab euch Herrschaft über die Tiere, die Wälder und den roten Mann aus einem besonderen Grund. Doch dieser Grund ist uns ein Rätsel. Vielleicht könnten wir es verstehen, wenn wir wüssten, wovon der weiße Mann träumt, welche Hoffnungen er seinen Kindern an langen Winterabenden schildert und welche Visionen er in ihre Vorstellungen bringt, sodass sie sich nach einem Morgen sehnen. Aber wir sind Wilde. Und die Träume des weißen Mannes sind uns verborgen. Und weil sie uns verborgen sind, werden wir unsere eigenen Wege gehen. Da ist nicht viel, was uns verbindet. Großvater, großer Geist, schau mich an und neige dich mir zu. Ich sende dir meine Stimme. Du warst immer und vor dir war niemand. Jedes Ding ist von dir geschaffen. Den Tag und alles an diesem Tag hast du bewirkt. Den guten Weg und den Weg der Mühsal lässt du einander kreuzen. Mache mich stark, über die sanfte Erde zu gehen, ein Verwandter von allem, was ist. Gib mir Augen zum Erkennen und Einsicht zum Verstehen. Zeige mir die Güte und Schönheit und Seltsamkeit der grünenden Erde, unserer einzigen Mutter. Nimm deine Kinder und deren Kinder in den Arm, auf dass sie den Winden standhalten mögen und den guten Weg gehen bis zum Tag des Friedens. Dies ist meine Bitte.